Recht herzlich willkommen zur 27. Folge von Stellaris. Ja, Bilanz ist das hier. Ich dachte, das wäre ein Angriff gewesen. Kritische Chancenknappheit. Okay, da wollten wir uns drum kümmern. Das haben wir letztes Mal schon gesagt. Negative Bilanz ist auch klar. Unruhen. Die müssten aber jetzt langsam besser werden, weil wir haben ja jetzt Essen. Kein Gouverneur. Da müssten wir jetzt mal rekrutieren, oder wie sehe ich das? Können wir aber wahrscheinlich, weil wir hier gar nichts haben, ne? Genau so sieht's aus. Das hatten wir wohl schon mal letztens. Ja, da müssen wir da auch dran arbeiten. Und was haben wir hier? Interaktive Gebäude, die sind da. Ja, klar, weil wir da, ne? Keine Ahnung, wo es jetzt ist. Der wächst gerade, ne? Genau. Und da ist das interaktive Gebäude. Okay, das ist auch klar. So, jetzt müssten wir hier gucken. Das ist ja hier nur einer. Oder was verbessern können, ersetzen. Und einen Strom bringt ja uns auch nicht so viel, ne? Wir können Kraftwerk das ersetzen. Warte mal, nein, Energie. Da sind wir ja gerade am Bauen, oder was steht da? Energiehub. Bringt uns dann 3. Ja, dann warten wir das da mal ab. Warte, wir können hier sowieso laufen lassen. Wenn das gebaut wird, dann ist ja alles gut. Aber ich sehe nicht den Fortschrittsbalken zum Bauen. Oder werden die alle hier gebaut? Nein. Unzufrieden. Sind alle unzufrieden. Rechte festlegen, ne? Da steht aber nichts von bauen. Warte mal, wir könnten da ja das bauen am Kraftwerk und das können wir dann nachher auch verbessern, oder? Komm, dann machen wir das. Und da ist nämlich dann der Balken drüber. Energiehub. Ja, das würde jetzt den, aber. Ja, lass so laufen, ne? Passt schon. Wir gucken weiter. Was haben wir hier oben jetzt noch? Inaktive Gebäude. Okay, das war geklärt. Unabhängig, demnächst. Wir kommen da nicht dran vorbei irgendwo, war das, ne? Das ist das Forschungsschiff, kann das sein? Nee. Okay, da ist irgendwas. Interessant, eine andere Zivilisation getroffen. Forschungsschiff. Ist wo? Geh zu. Ach, die haben es doch dahin geschafft. Guck an. Da haben sie einen anderen Weg genommen wahrscheinlich, ne? Gut, die forschen da jetzt. Ja, aber das, was wir machen müssen, müssen wir unbedingt zusehen, dass wir mal expandieren, ne? Vor allem hier diese Truppen hier. Okay. Was ist das? Überwältigend der Mineralstärke. Militärstärke, nicht Mineral. Wie sieht das bei denen aus? Überlegen. Wir sind wahrscheinlich alle überlegen, ne? Wir sind die schlechtesten in dem Sinne. Überlegen. War die auch schon? Ich glaube nicht, ne? Oder? Sind auch überlegen. Da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil dann irgendwas anklickbar ist, oder? Wohl nicht. Die gehen schon, sind aber auch überlegen. Und die gehen auch. Überwältigend. Erbärmlich. Die könnten wir angreifen, aber wie willst du da hinfliegen, ne? Was mit denen? Die sind auch überlegen. Ja, das ist schlecht, ne?
Ja, die waren überlegen. Vertrauen 75 und die 0 Vertrauen. Meinung über uns ändert sich. Neuer Kontakt, interessant. Dann grüßen wir die mal. Die kennen wir alle gar nicht, ne? Wir müssen mal mit unserer Flotte einfach da hochfliegen und gucken, was da so los ist, oder? Die große und das ist die kleine. Dann nehmen wir mal die kleine und fliegen doch einfach hier oben mal hin, oder? Können wir das? Dieser Raum ist irgendwie jetzt zurzeit nicht belegt, oder? Sehe ich das falsch? Müssen wir mal gucken, ob da irgendwelche andere Flotten sind. Aber mir kommt so vor, oh nee, das ist kein Symbol drin, ne? Das ist also irgendwie neutraler Boden. Gut. Hier unten auch eigentlich. Unser Kerngebiet ist da. So, mal gucken, was wir da so noch schaffen, ne? So, die fliegen da erstmal hoch. Und dann, was machen wir dann, ne? System ist erkundet. Rechtsklicken. Ah ja, da ist es. Da ist diese Leute drauf. Übersicht. Bewohnbarkeit 30%. Wir können nicht, wir brauchen 40. Armeen haben die wahrscheinlich nicht. Gut. Kann man die beobachten? Kann weg und das. Kriegserklärung. Irgendwer anders. Ich würde das gerne mal so einen Posten machen, ne? Aber das geht gar nicht, oder was? Übersicht. Nö. 5 Bevölkerung. Planetengröße 19. Die sind primitiv, Atomzeitalter. Ja, System erkundet, ne? Was machen wir dann? Und kann man nichts machen, oder? Ne. Was ist denn das für eine Kugel hier dran? Haben wir da auch? Das haben wir schon angeguckt. Hier gucken, ob wir diesmal da hinkommen. Sieht aber gut aus. Könnte klappen. Galaxiekarte schließen wir dann. Konstruktionsschiff hat nichts zu tun. Ja, aber sollen wir konstruieren, ne? Beobachtungsposten bauen. Außerhalb der Grenzen geht also nicht. Gut. Da. Ja, kann man nicht weiterfliegen oder was? Dann fliegen wir mal da hin, oder? Gut. Zwei Konstruktionsschiffe und die stehen jetzt rum. Können eigentlich dann eins auflösen, oder? Ich glaube, dieses lösen wir jetzt auf.
Zurück da auflösen. Zack. Ja. Dann kostet uns das alles auch nicht so viel, ne? Oh, die haben ganz viele Monde da. Das ist noch unerkundet. System erkunden. Passt. Da haben die was zu tun. Und kommen wir denn hier irgendwie weiter oder? Also klar kommen wir weiter, ne? Ah, hier geht es auch weiter außerhalb unserer Flächen. Dann fliegen die da mal rüber. Machen sie das auch? Ich will es hoffen. Nicht wichtig. Ja, hier sind wir immer noch zu teuer, ne? Gebäudeunterhalt, Stationsunterhalt. Was war da denn los? Da sind wir auf Feinde gestoßen, sehr interessant. Ne, das ist falsch, da sind wir. Sensorreichweite. Fliegen wir da gerade hin? Das Forschungsschiff ist schon unterwegs. Keine Ahnung, wo es ist. Oh, potenziell bewohnbar, oder wie sehe ich das? Unerkundet. Und das ist hier die Welt. Nee, da. Vielleicht kann man da was machen. Da müssen wir da also jetzt mal hinfliegen. Ja. Forschungsschiffe sind beide unterwegs. Das ist in dem System. Das zweite. Da wollte ich hin. Das ist unterwegs. Okay. Jetzt können die da wahrscheinlich nicht durchfliegen. Das ist das Problem, ne? Ja. Keine Durchfahrgenehmigung wahrscheinlich. Das dauert jetzt ewig, bis die da durch sind. Ja, da müssen wir hin. Das hat anders keinen Sinn, ne? Weil wir müssen irgendwie ja unser System mal erweitern auch, oder? Diese drei Planeten haben wir da jetzt, aber was machen die Forschung? Liegt die brach? Nee, läuft. Der Oberste ist auch gleich fertig. Gut, ja. Forschungsschiff. Ah, die sind schon jetzt einen Sektor weiter. Wenn man es denn dann einen Sektor nennen kann, ne? Die sind hier und die sind da. Und weg ist es. Okay, das ist jetzt schon das vorletzte System, bevor wir das entkunden können da oben, ne? Sind wir hier wieder reingeflogen. Könnte man sogar zwei Punkte kriegen. Ja, gut.
Soweit so schön. Ja, dann würde ich aber sagen, wir forschen da oben weiter und sind mit unserem Dingens hier, sag schon hier, oh, da war gerade jemand anders. Da fliegen wir dann als nächstes hin und gucken, wie es da aussieht, denke ich mal. Aber das machen wir in der nächsten Folge und wir sind hier leider immer noch nicht weiter, machen wir auch in der nächsten Folge. Dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.